Herzlich willkommen bei The Beginner's Guide mit mir, Noxrock. Für die Leute, die mich nicht kennen, das werden die meisten sein. Das ist Spiel hier ist von den Machern von The Stanley Parable. Ein super grandioses Spiel. Hätte ich gern auch nochmal Let's Played, wenn ich nicht schon eigentlich alles gekannt hätte. Das Interessante an solchen Spielen ist ja meistens das Neuentdecken oder das noch nie gesehene. Und deswegen werde ich jetzt das Spiel starten. Was? Jo, alles klar, habe ich. Ich mir das alles merken kann, ne? Hi there. Thank you very much for playing the Beginner's Guide. My name is Davey Reedon. I wrote The Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. And mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made, until suddenly one day, he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game, and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveywreden@gmail.com. Okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Coda's first proper game. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Man kommt hier so wenig zum Reden. Ist wahrscheinlich sehr narrative gesteuert. Was? Flüstermaschine aktiv. This game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games you'll see from Coda. Gut. Oh, oh nein, wir haben schon keine Munition mehr. Was? Ja, natürlich super ist. Bruder, was tust du uns an? Braucht doch bestimmt noch Munition. It kind of looks like this game was abandoned mid-development.
For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere, but then clearly there are no enemies anywhere. You can't even reload the gun when you run out of bullets. But ultimately, we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Enemy force neutralized. I love how you can see the bottom of the universe from this room. Ja, schön. Ja, wie gesagt, man kann nicht nachladen. Sehr schön. Ich glaube, das Spiel wird ähnlich. Ich habe mir noch nicht wirklich was. Apparently, the space station has a labyrinth on it. I sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern. So, in the interest of time, I'm just gonna skip you on past. Was? Oh, ich wollte da durchlaufen. Okay, this is the part that's interesting. The game has this narrative about the Whisper Machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. Good, good, good. Hey, you there, in the engine room. You could save us all. That being is powering the Whisper Machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If you... your body could stop the beam. It's so much to ask, but for all of our lives... Would you do it? Could you give yourself? Ich habe ein großes Problem mit Leuten, die man nicht sieht in Games und einem versuchen, Befehle zu erteilen. Ich weiß nicht, ob ich ein wenig vorgeschädigt von Bioshock bin, aber ich glaube tatsächlich, genau wie bei Bioshock. This is not a branching point, unfortunately. The only option is to step into the beam. Ja, genau, das, was es schon sagt. Wollen wir einfach mal warten. Bei Stanley Parable hat es immer gut geklappt. Manchmal. Da wurde der Narrator auch etwas pisst in der Zeit. Wir warten aber nochmal 2 Minuten. Ich weiß noch nicht, wie lang dieses Spiel gehen wird. Ich habe immer noch nichts an sich drüber durchgelesen. Ich habe es bei Steam jetzt im Summer Sale gekauft, als ich gelesen habe, von dem Machern von Stanley Parable in den Warenkorb getan. Es kommt kein einfach, es kommt keine Raider mehr, oder? Unsere Waffe ist auch weg, also. Vielleicht könnten, ja, wenn es hier irgendein Item geben würde, das wir reintun würden. Ich glaube, die Mechanik in diesem. Na gut. Let me pause here for a second. What you just experienced, stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. Spannung. Also man muss hier immer wieder und wieder opfern. Hat das so eine deeper Meaning wie im Leben? Man muss oft zurücktreten oder oft Sachen aufgeben, um anderen einen Gefallen zu tun, oder was man halt so macht, andere übereinsetzen. Oh. Ach, das Labyrinth hätten wir geschafft. Das hätten wir geschafft. The beam causes you to start floating. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it, like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse.
I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Kann natürlich auch überdacht worden sein, ne? Cool, ich kann mich nicht bewegen. Ja. Vergangenheit lag hinter mir. So try walking backwards. Ah. Yep. In this game you can only walk backwards. Es kann natürlich auch erst programmiert worden sein und dann gesagt worden sein, nachdem die und wie Fehler aufgetreten sind. Auch das könnte sein. Ja, das ist der Grund dahinter. Man weiß es ja nicht. So it's a short and relatively minimalist experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Code is trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Ich werde mir auf jeden Fall im Nachhinein nochmal durchlesen, was das mit diesem Code auf sich hat. Na gut. Ja, wie geht denn der Satz weiter? Ah, sich jetzt. It's a short little thought, it says what it wants to say, and then it ends. Didn't need anything more than that. Which to me is why it works, because it gets out quick. Okay, next one. Ich glaube, das Spiel spielt mehr mit einem als. Ja. Ihr wisst, was ich meine, oder? Oh, das sieht aus wie ein Minecraft Texture Pack. Soll ich mal einen Tipp abgeben? Was das Spiel hier zu bedeuten hat. Man betritt so gesagt sein Schicksal. Man läuft seinen Weg, hat natürlich sein Umfeld, was man sieht und kann nicht alles begreifen oder voraussehen, was passiert. And that's it. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games and I promise you'll see what makes it interesting. Okay. Oftentimes, Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Aus Prinzip werde ich jetzt auch hier rückwärts mich dem Weg stellen. Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. So why, if Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. Ich trau ihm nicht. Ich trau ihm nicht. Nö. Nö, wenn er gewollt hätte, dass wir es wirklich unbedingt machen, dann hätte er es direkt eingefügt. Jo, das läuft.
Ja, egal wie sehr du dich im Leben nach oben kämpfst und egal wie langsam es teilweise geht, du kommst auch in den gleichen, oft an den gleichen Stellen wahrscheinlich raus. Die sehen hier ziemlich ähnlich aus, die Gebäude. Und für einen gibt es dann trotzdem nur einen Weg. Wir haben es ja bald, wir haben es. Ach schön, sollten mehrere Spiele so aussehen. Ey, wenn ich dafür kein Achievement bekomme, ne? Viel Arbeit und Herzblut ich hier gerade in diesen Weg stecke. Nur aus Trotz. Ich wette, die Tür geht nicht mehr auf. Der spielt nur mit uns. Bald geschafft, bald geschafft. Aber mich wundert tatsächlich, dass er nicht noch zusätzlich. Oh, was war das? Nicht zusätzlich noch irgendwelche Sachen sagt oder ähnliches. Wie bei Stanley Parable, das war natürlich ein anderer Narrator. Scheinbar ist das jetzt der wirkliche Programmierer oder ähnliches. Ja, dass er uns einfach nicht noch was dabei sagt. Zum Beispiel, dass wir ein Vollidiot sind, weil wir nicht auf Enter drücken und. Ja. Gleich geschafft. 5 Stufen noch. 4. Zwei. Geschafft. Oder dass man keine Shortcuts im Leben muss, nehmen muss. Wer weiß, ob die Tür offen gewesen wäre, wenn wir Enter gedrückt hätten. Weil er meinte, drück Enter und dann könnt ihr die Tür öffnen. Ich weiß es nicht. Überdenkt man natürlich. Aber genau das macht mir Spaß bei solchen Spielen. Eine Lounge ohne Fenster. Vor uns. Schöne graue Haus. Was? Bitte was? Bitte was? Du bist eine Tür. A room that's warm and nice and filled with little ideas for games. Coda would often tell me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. Das soll so gesagt sein, ein Ich widerspiegeln. Deswegen auch die Zeit, die man gebraucht hat, um oben. Was? Auf was? Okay. Aber wenn Coda so ein leidenschaftlicher, hingebungsvoller Mensch ist, gibt er einfach seine Werke in dem Fall auf oder lässt sie verrotten, ohne sie unbedingt anderen Leuten zu zeigen, oder ist es einfach nur so ein. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Oder halt ein bestimmter Prozess, um gedankenlos zu werden, um genau das einzufangen,
was er gerade hatte, um es zu bewältigen und danach abzuhaken. Was ihm gerade durch den Kopf ging. Das könnte schon wieder für Leidenschaft und Ähnliches sprechen. Geil, wir haben das Rätsel, glaube ich, gelöst, oder? Was mit Rauch sogar? Forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. We're gonna see it a lot. Eine Tür muss ich hinter ihm wieder schließen, um eine andere zu öffnen. Ein Kapitel im Leben, ja, ja. Weit gedacht, Kurve. Oder wie auch immer das er wirklich gemacht hat.